CDU, Grüne, SPD, FDP, wir sind uns völlig einig. Mit dieser Partei wird es keine Form der Zusammenarbeit und schon gar keine Koalition geben. Sie hat keine verwertbaren, einsetzbaren politischen Inhalte, die uns die Probleme im Land lösen. Der Vorsitzende deckt Kandidaten seiner Partei, die mit abstrusen, rechtsradikalen, menschenverachtenden Thesen im Land unterwegs sind. Mit einer solchen Partei wollen und werden wir nicht zusammenarbeiten. Und was jetzt den Umgang mit ihr angeht, übrigens nur der Vollständigkeit halber, das gilt für mich in gleicher Weise für die Linken. Da mache ich keinen Unterschied, auch mit denen würde ich mir wünschen, dass wir das in gleicher Weise klarlegen. Wir werden es genauso machen wie Anfang der 90er Jahre. Formal muss man mit einer Partei, die in den Landtag gewählt wurde, korrekt umgehen. Die hat Rechte und Pflichten nach dem Gesetz und die wird sie auch selbstverständlich bekommen. Wir wollen aber mit diese parteivertretenden Repräsentanten nichts zu tun haben. Wir werden die Zusammenarbeit meiden. Wir werden alles unterlassen, was geeignet wäre, diese Partei hoffähig zu machen. Und so schwierig und so bedauerlich und so schlimm das auch ist, wenn diese Partei im Landtag landet, ich glaube, daraus erwächst eine große Verantwortung an alle anderen, in dieser Frage, zumindest in dieser Frage, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Da müssen wir Grün, Rot, Schwarz, Gelb alle zusammenstehen in einem klaren, sich abgrenzenden Umgang mit der AfD.